Ja, hallo und herzlich willkommen, werte Zuschauer von Garten Productions, zu diesem Video zockt Silent Hill 2 aus der HD Collection. Ja, der Test zur HD Collection ist noch nicht ganz so doll bei mir ausgefallen. Kam im Februar, kam die glaube ich raus und ja, war richtig schlecht. Das war kaum spielbar. Ich habe das Silent Hill 3 durchgespielt gehabt und hat mir nicht so ganz gefallen. Ich nehme die Kamera nochmal ein Stück zurück. Ehrlich gesagt, hatte mir das überhaupt nicht gefallen. Weil alles geruckelt hat. Weil, ja, es hat einfach nicht gestimmt. Ich wollte schon die PS2 wieder anschmeißen und das Silent Hill 3 nochmal spielen, weil es war einfach eine Farce gewesen, dieses Spiel auf der 3 zu spielen. Dann habe ich jetzt eine ganze Weile gewartet, bis da endlich mal ein Patch kommt. Und jetzt in den Wintermonaten, wo dann doch wieder bei Zeiten dunkel ist, habe ich gedacht, okay, jetzt wagen wir uns an Silent Hill 2 ran. Einmal zocken wir es noch durch. Ich habe es bestimmt schon 7 oder 8 Mal gespielt in meinem Leben und ich finde es immer noch grandios. Und überraschenderweise spielt es sich besser mit Patch, als ich das erwartet hatte. Das ist natürlich schön. Und deswegen habe ich jetzt auch gedacht, naja, machen wir mal an. Meine Katze ist ja auch noch gestorben. Große Trauer hier in der Familie, auch bei mir. Und da ist ein bisschen Ablenkung ganz gut. Und da dachte ich jetzt, okay, da können wir eigentlich auch gleich noch ein Let's Play zu machen. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt oder nicht. Ist mir eigentlich alles auch mittlerweile egal. Der PlayStation 3 Lüfter geht wieder an. Ist das unglaublich? Wir befinden uns im Gefängnis von Silent Hill. Ich bin wieder mal komplett falsch gelaufen. Ah ja, schauen wir mal. Also wir müssen natürlich jetzt aus diesem Gefängnis raus. So, hier war das Gewehr auf jeden Fall zu holen. Bin ich jetzt wieder hier reingegangen. Also ich hoffe, man erkennt überhaupt was bei diesem Let's Play. Ich schaue mal auf die Kamera. Schwer, aber doch. Ja. Sieht dann vielleicht auf dem großen Bildschirm doch wieder ein bisschen anders aus. So, hier, diese Klappe müssen wir jetzt öffnen. Rätsel damals deutlich besser gewesen als heutzutage. Wie Resident Evil hat auch die Silent Hill Serie ziemlich nachgelassen. Wobei man jetzt nicht mal sagen kann. Oh, ich muss ja erstmal raus, die Platten einlegen. Mensch, bin ich doof. Klar, und da waren wir gerade gewesen. Jetzt wäre ja ganz durcheinander gekommen. Gehen wir nochmal schnell raus. Oh, jetzt bin ich ja erstmal ganz durcheinander. Von hier sind wir gekommen. Ich bin sowieso durcheinander die Tage. Also, ja, Resident Evil ist ja immer mehr auf Action gegangen, finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich fand den fünften Teil gut. Den vierten hatte ich gespielt, der hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Und ja, deswegen, also Resident Evil ist zwar jetzt nicht mehr die Horrorreihe, wie es mal war, leider. Alone in the Dark hat übrigens dasselbe Schicksal ja auch erhält. Aber es hat immerhin Spaß gemacht. Bei Silent Hill sah es ein bisschen anders aus. Homecoming fand ich noch relativ gut. Aber Downpour war dann doch aufgrund der Ruckler und so weiter doch eine herbe Enttäuschung gewesen. Nicht extrem schlecht, man kann es gespielt haben, aber ist jetzt nichts, was man unbedingt haben muss. Da ist Silent Hill 2 auf jeden Fall deutlich besser. Also wenn man jetzt hier zuschaut, die ganze Zeit, würde denken, Mensch, was rennt denn der hier rum? Der quatscht nur, anstatt hier mal vernünftig das Spiel zu spielen. Ja, wie gesagt, meine Katze ist verstorben, die haben wir noch beigesetzt und das war eine sehr traurige Angelegenheit, wovon man sich erstmal erholen muss. 21,5 Jahre, das ist dann doch relativ heftig, weil so alt bin ich ja auch noch nicht. Die ist praktisch mit mir in Schule gegangen und aus der Schule gekommen. Ich habe Arbeit gefunden und sie hat mich auf Arbeit gebracht und auch von Arbeit abgeholt, aber eben nicht bis zur Rente. Irgendwann musste es ja auch passieren, klar. Aber sie hätte gern noch bleiben können. So, das haben wir jetzt gehört. Jetzt müsste das Hufeisen irgendwo sein. Das war hier nämlich ein, ich glaube, das hängt an der Tür. Ein gehängten Podest hier. Are you ready for love? Kennt jemand das Lied von Bruce Springsteen? Tougher than the rest. Also Bruce Springsteen hat ja ein schönes Lied nach dem anderen gemacht, aber das ist ja im Moment mein absolutes Lieblingslied.
So, jetzt haben wir also das Hufeisen. Soll ja normalerweise Glück bringen. Wird uns jetzt hier nicht ganz so viel Glück bringen, denn wir müssen es missbrauchen. Und zwar als Henkel. So, rechts oder links? Ich weiß es wieder nicht. Links. Nee, rechts. Rechts muss man nochmal lang. Die Tür noch durch, genau. Da werden wir jetzt nämlich mal ein bisschen wachsen und uns einen Griff bauen. Ganz nach dem Motto hier von MacGyver. Apropos MacGyver, da sind wir noch mal bei Alone in the Dark. The New Nightmare, das war ja Teil 4. Richtig gutes Spiel gewesen damals. Aber dann kam auch nicht mehr. Und das ist eigentlich schade. Da kam noch Inferno, hieß das, glaube ich. Hatte ich gespielt gehabt. Da konnte man ja dann nach MacGyver-Manier ordentlich MacGyvern da, aber hat auch alles auch nicht mehr so gepasst. Die wirklich guten Horrorspiele sind alle weg. Und es kommen auch keine mehr. Gehen wir mal hier rein, wenn wir mal da reinspringen. Gott, du springst ihn. Also es läuft wirklich flüssig. Also der Patch hat wirklich was gebracht. Zwischensequenzen so gefallen mir jetzt nicht ganz so gut hier. Das gefällt mir dann auf PS2 deutlich besser. Ich verstehe sowieso nicht, warum man es nicht geschafft hat, die PS2, die ja deutlich weniger Rechenpower hatte, so hier hoch zu teleportieren auf so ein Powerteil. Absolut nicht nachvollziehbar. Hier sehen wir die Leichen. Ich hoffe nicht, dass meine Katze hier noch dabei ist. Natürlich keine Karte. Jetzt ist die Frage, ist das hier das mit den Einäschern? Ja, ich könnte jetzt da reinspringen, aber ich habe natürlich noch ein paar Türen nicht geprüft, die will ich vorher noch prüfen. Trophäen finde ich übertrieben schwer. Also jetzt nicht sonderlich schwer. Aber hier, ich will noch nicht geprüft gehabt, genau. Okay, geradeaus. Aber doch etwas übertrieben. In unter zwei Stunden soll man das Spiel durchspielen. Das ist natürlich mit dem Spezialende hier möglich. Aber da muss man sich wirklich fragen, warum man als Entwickler solch eine Schwäche eines Spiels, was damals für 60 Euro angeboten wurde oder 65 Euro, dass man da solche Schwäche noch präsentieren muss und noch belohnen muss mit einer Trophäe, dass ein Spiel für 60 Euro nur 2 Stunden geht. Also es ist unglaublich. Beschämend ist das schon. Wobei dieses Spiel hier ein absolutes Highlight ist. Ist ein Geld wert auf jeden Fall. Ob nur mit der HD Collection oder nicht. Das muss jeder selber wissen. Nachdem ich hier Silent Hill 3 gespielt habe und das sehr schlecht in Erinnerung habe, kann ich die HD Collection leider nicht empfehlen. Silent Hill 2 läuft. Deswegen kann ich sie wieder empfehlen. Da sind wir erstmal 10-mal hier überall runtergesprungen. Ich finde ja auch den Soundtrack hier aus dem Spiel so gut. Akira Yamaoka ist ja nicht mehr bei Konami. Macht jetzt für andere Sachen Musik. Haben wir erstmal ein paar Schrotpatronen. Ich habe das Spiel so oft gespielt, ich kenne es eigentlich aus dem FF, aber man muss doch immer wieder mal überlegen, was mich eigentlich überrascht. Durch die ganzen Türen und so weiter kommt man dann doch mal schnell wieder durcheinander. Mein geografisches Gedächtnis ist nicht so der Main Event. Ja, diese 10 Stunden Fahrstuhlfahrt, schön, oder? Aber passt zum Spiel. Silent Hill 2. Nicht mein Geheimtipp, aber eines der mit besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Auch in Erinnerung kommt mir da Okami, was viele gar nicht kennen. Okami ist auch ein sehr schönes Spiel, was auch nochmal für PlayStation Network rauskommt. Aber werde ich mir da nicht holen. 20 Euro, nee, das mache ich nicht. Das spiele ich auf PS2. Und da meine PS2 auch schon zweimal PS3 schon zweimal abgekackt ist, sage ich jetzt mal so. Ja.
vertraue ich auf Downloads und so weiter nicht mehr. Das muss man nochmal alles nachladen und das ist alles ziemlich nervig. Eine CD kann ich dann immer noch sagen, ja, auch wenn die Konsole kaputt ist, halt die CD wenigstens noch, kann die wieder reinschieben irgendwann und weiterspielen. Die neue Konsole habe, das kann ich mit dem Download-Content nicht. Und wird das PlayStation Network aus welchem Grund auch immer wieder gehackt oder wird der Account gesperrt oder was weiß ich, dann ist das alles weg. Nee, das mache ich nicht. Ja, hier brauchen wir jetzt die Zange. Ach, das ist doch jetzt hier mit dem Untergrund. Monster finde ich auch immer cool. Kumpel, der überhaupt kein Videospielfreak ist, der kommt immer an, wenn der sowas sieht hier. Die waren noch auf Rom, wo sie das gemacht haben. Ich nenn's Kunst. Warum knall ich die jetzt so nieder? Ganz klar, es gibt hier eine Trophäe. 75 Gegner dem Erdboden gleich machen mit der Waffe. Und das werde ich jetzt hier natürlich versuchen, nebenbei mitzumachen. Ah, das war hier ein Labyrinth gewesen, ein kleines. Wo, ja, hier haben wir nämlich zum Beispiel eine Leiter und da auch. Ah, mal schauen jetzt. Jetzt kommen wir wieder zum geografischen Gedächtnis. Was ich nicht habe. Oh ne, der hockt, ey, scheiße. Hab ich ganz vergessen. Ich muss hier irgendwo links einfach hinfahren. Wenn man das Spiel dann immer durchgespielt hat, kann man sich hier auch das Messer von dem holen. Oder ist es ein Schwert? Ah, da ist es schon! Ich hab's noch gar nicht durchgespielt, das ist ja geil. Hab ich's jetzt schon. Das ist ja mal richtig geil. Aber es schwingt extrem schlecht und spät, sodass man darauf eigentlich fast gar nicht setzen sollte. Der Pyramide Head. Einer meiner Lieblingsgegner. Gar keine Frage. Wir gehen mal hier hoch. Ich denke mal, jetzt kommen wir an andere Seite raus. Wir sind mal da wieder rausgekommen. Okay. Gehen wir mal hier rein. Jetzt sind wir gleich bloß andere Seite. Das ist. War klar, dass der Honk uns jetzt entgegenkommt. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie das hier war unten. Wir gehen nochmal auf der anderen Seite weiter. Was war doch das jetzt hier mit den Gehängten? Na, gehen wir erstmal hier durch. Bevor das Blei dich durchlöchert. Das kannst du behalten, du Dreckschwein. So, den haben wir abgefrühstückt. Unglaublich, wie viel Weg das da unten eigentlich jetzt schon wieder war. Wenn man jetzt oben mal guckt, hätte der James doch wunderbar rüberspringen können. Ah ne, ist ja woanders angekommen. Ist ja auch, oh ne, der Kopf. Den hasse ich ja mal richtig. Vor allen Dingen auf Stufe hart. Hier, oh, wo mussten die Tür hin, ey? Wir drehen den einfach erstmal. Ich habe diesen Kopf immer gehasst. Ich hasse ihn auch jetzt noch. Und werde jetzt wieder mal falsch drehen. Also ging ja nur hier an der Seite. Ach, ich hasse dieses Ding. Drehen wir erstmal so. Gucken, was passiert ist. Jetzt ist die Tür unter uns. So drehen. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Da fehlt mir einfach die Logik an dieser Stelle bei diesem Rätsel. Also
hier wird schon Logik sein, aber ich habe jetzt die Logik für dieses Rätsel nicht. Jetzt ist sie ganz weg. Und ja, da sieht man auch, dass der Cock auch Schwächen hat. Ich bleibe immer da, weil ich mich jetzt nicht so konzentriere auf das ganze Spiel hier. Wie sieht es jetzt aus? Den hatten wir ja schon. Drehen wir doch einfach nochmal. Ist ja wie beim Glücksrad hier. Nur, dass ich heute kein Glück habe. Oh doch, jetzt hatten wir also Glück. Tür ist offen. Die rechts interessiert mich da nicht. Entschuldigung. Das Level ist auf, beziehungsweise das Rätsel ist auf hart richtig schwer. Schauen wir uns die Zwischensequenz an. Und trinken Tee dabei. You're alive. Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, Sylvie. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and James, then... What are you talking about? Just before. Don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Are you ready? Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Okay. Stay right there. I'll be there soon. Ja, haben wir uns das auch mal angeschaut? Die Frage ist jetzt, ob wir durch die Tür rechts doch noch müssen. Weil ich habe ja die Zange noch nicht. Wir drehen nochmal weiter. Schon die Zange? Ach ja, klar. So war das gewesen. Gut. Können wir wieder losreiten? Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht den besten Part ausgewählt, um hier Let's Play zu machen. Viele werden schon abgeschaltet haben. Viele haben nicht mal eingeschaltet. Das ist noch viel besser. Und ja, es war jetzt wie gesagt Zufall, weil ich jetzt wirklich ein bisschen auf andere Gedanken kommen will und eben Silent Hill mal durchspiele. Da dachte ich, okay, stellst die Kamera hin. Sind ja auch schon Beschwerden eingekommen, warum ich mir nicht mal ein vernünftiges Aufnahmegerät kaufe. Könnte ich machen, aber mache ich nicht, weil ich ja, die einfache Methode einfach bevorzuge. Und es funktioniert auch. Und wer es nicht gucken will, ja, der guckt es ja nicht. Hier wird niemand gezwungen. So. Wird sich ja immer beschwert über Killerspiele und so weiter, wo man ja viel shooten muss und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob die Third-Person-Shooter da auch extrem reinfallen.
Hauptsächlich sind, glaube ich, die Ego-Shooter bei den Politikern auf dem Index. Welche Leiter nehme ich? Das ist die gute Frage. Ich nehme die erste. Stehen wir mal da auf dem Index und ich muss ganz ehrlich sagen, weil viele ja sagen, da kann man so trainieren, wie man Menschen erschießt und so weiter und so fort. Alles Quatsch. Zumindest in meinen Augen will man ja hier einfach nur weiterkommen und nicht irgendjemanden erschießen. Es sind ja Gegner in diesem Moment hier und so wie man ausmacht, denkt man an die ja auch gar nicht mehr. Da bin ich nicht hergekommen oder hier? Das sieht mir alles so gleich aus. Ne? Das war einfach nicht. Und dadurch, dass meine Katze jetzt gestorben ist, muss ich einmal mehr sagen, dass ich mit diesen Kreaturen da unten jetzt überhaupt kein Mitleid habe, nicht mal ansatzweise, nicht mal danach darüber nachdenke, wo die jetzt eigentlich sein könnten, wenn sie tot sind. Wo ist das mit meiner Katze natürlich jetzt wieder ganz anders. Und ja, nicht mal ein Bruchteil dieser Emotionen wird hier in solchen Spielen, nicht mal in irgendeinem Spiel erzeugt und deswegen kann ich das alles überhaupt nicht nachvollziehen. Ob ich die Kamera jetzt ausmache oder ob ich noch ein Stück laufen lasse, lädt dann wieder ewig hoch. Ach, ich bin jetzt hier auch ein bisschen durcheinander gekommen. Ich hasse dieses Unterlabyrinth hier. So, wieder hier. Hier müsste die Sackgasse sein. Das ist unglaublich. Könnte die auch, wenn die am Boden liegen, immer mit dem Fuß treten? Das mache ich natürlich nicht. Hat einen ganz einfachen Sinn. Und zwar muss ich die hier für die Trophäe erschießen. Und ich denke mal, das bedeutet, dass die dadurch wirklich sterben müssen. Und ein Fußtritt ist ja nicht schießen. Also gehen wir mal weiter hier. Ich hasse einfach dieses Labyrinth, das ist so unglaublich scheiße. War ich hier schon? Solange immer wieder Monster auftauchen, war ich da noch nicht. Cool, hier haben wir was gefunden. Patronen. Langsam kompliziert. Links oder geradeaus? Ich gehe nach links, das dürfte falsch sein. Aber ich mach's trotzdem mal. Sieht gut aus. Da liegt eine Zeitung auf dem Boden. Jetzt nicht lesen. Zum Zeitung lesen natürlich. Holen wir uns andere Zeitungen. Da brauchen wir jetzt nicht hier Zeit im Video verballern. Habe ich mal kurz gespeichert. 25 Minuten gleich gespielt. Oh, jetzt muss ich mal schnell den Akku ranhängen, sonst ist die Kamera gleich aus. Oh, ein Bossfight kommt, ist ja was Schönes. Den besten Silent Hill
Hauptbossgegner fand ich ja immer noch war der Sepulcher. Der war ja mal richtig geil. Da machen wir mal mit Gewehr. Das dürfte relativ stark sein. Boah, da hat er mich. Der Sepulcher aus Silent Hill Homecoming übrigens. Mein Gott, Walter, vielleicht soll er mal wegrennen hier. So viele sagen jetzt, wie kann man so schlecht gegen den Gegner hier spielen? Ich kann das. Und gewinne trotzdem. Das ist Kunst. Ah, ist die Trophäe. Are you okay? Da gibt's erstmal Dritte. Oh mein Gott. Da wird sogar noch mit dem Monitor vom WWE-Pult zugeschlagen. Angela, relax. Don't order me around. I'm not trying to order you. Hm? No. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. But you couldn't just force me. Baby, I'm like, you always did. Ja, die gute Angela. Leicht hat sie es auch nicht gehabt. Vor allen Dingen ereilt ihr am Ende vom Spiel auch noch ein tragisches Schicksal. Aber das sehen wir heute nicht in diesem Teil. Angela. Rühr mir ein Jahr an. Gerade spielt übrigens Alba Berlin. Die fangen gerade an, genau, jetzt fangen die an. Und das Schöne ist, es ist das erste Spiel der neuen Saison. Ich wünsche den Albatrossen aus Berlin natürlich viel Glück. Na, das machen wir jetzt mal weg hier. Gibt's hier noch was zu holen? Sieht nicht so aus. Ach, ich nehme wieder die Handpistole hier, die ist ja immer noch die beste. Die Handwaffe? Mal kurz sagen, Silent Hill, mein Lieblingsteil von Silent Hill ist Silent Hill 2, keine Frage. Silent Hill 3 war auch gut, hat aber jetzt sichtlich ja an Popularität bei mir verloren durch die schlechte Umsetzung hier in HD. Silent Hill 4 war auch gut mit dem Waisenhaus und Walter Sullivan. Das war The Room gewesen. Das mit The Room fand ich jetzt nicht mehr so gut, dass man da so eingespart war und so weiter und so fort. Aber ansonsten hat mir auch das sehr, sehr gut gefallen. Und dann ist man andere Wege gegangen mit Homecoming. Ne, da kam ja noch Origins. Und das fand ich eigentlich auch richtig gut. Origins hat mir auch sehr gut gefallen. Hier haben wir jetzt ein kleines Rätsel gerade gesehen. Das werden wir nebenbei lösen, beziehungsweise versuchen zu lösen. Kann ich mich wieder blamieren, wenn ich das nicht weiß. Und Silent Hill 1 war natürlich auch ein absolutes Überspiel. Hier rufen wir falsch. Also im Allgemeinen muss man wirklich sagen, ist die Silent Hill Serie sehr gut angekommen, bei mir zumindest. Und hat dann, ja, wie andere Spiele eben auch, von Teil zu Teil nachgelassen. Was ich sehr schade finde. Habe ich jetzt falsch gemacht, sag mal. Geh mal hier rein. Are you ready for love? Higher than the rest. Lesen wir mal, was hier dran steht. Nur der ohne Sünde kann dir hier helfen. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderliche Weise zuteil werden.
wir fälschlicherweise... Ach, ich wusste da auch dieses Rätsel mal, aber... Im Moment... Weiß ich es eben doch wieder nicht. Kommen wir denn hier noch hin? Wir gehen ja gleich am Seil ziehen. Genau, da ist nämlich das Schloss dran. Und wir bekommen ja dann den Schlüssel. So, wenn wir jetzt schlecht sind, müssen wir 6-mal ziehen. Ich würde gleich mal sagen, das war gleich hier mal ziehen schon. Wir sind ja eh hier. Das wird dann wieder auf 0 gesetzt. Dann sparen wir uns das, falls ich jetzt falsch ziele, ziehe. Ich ziehe jetzt einfach mal. Ach nee, wir können uns hier erstmal angucken. Genau. Gucken wir mal. Lesen wir mal kurz, was dieser Jabroni hier gemacht hat. Dieser Mann wurde wegen Betrugs gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Ich glaube, das war der gewesen, wo man ziehen muss. Brandstiftung. Da könnte jemand umgekommen sein. Entführung. Ich glaube, auf jeden Fall hier unten muss man einen ziehen. Fälscherei. Fälscherei könnte es auch sein. Diebstahl. Oh, jetzt konnte ich mir wegen Mordes. Also der Mann wegen Mordes, der wurde auf jeden Fall rechtmäßig gehangen. Wir ziehen jetzt einfach mal unten am Seil. Hier ist jetzt so ein bisschen wie beim Fahnenziehen auf dem Rummelmarkt, wenn das mal einer kennt. Ich bin jetzt nicht so mental drauf, hier das Rätsel extrem zu lesen. Ich ziehe an diesem Seil hier. Was macht er jetzt? Jetzt falsch gewesen wäre. Wir gehen mal gucken. Bin mir jetzt wirklich gar nicht mehr so sicher. Hier hat man da immer ein Geräusch gehört oder nicht? Ich weiß das jetzt gar nicht. Das weiß ich nicht. Und das war richtig gewesen. Sehr schön. Er wurde fälschlich angeklagt. Das war der Betrug gewesen. Also wahrscheinlich hat er gar nicht betrogen. Vielleicht wurde er ja sogar betrogen. Es ist unglaublich, was man hier rein interpretieren kann. Vielleicht interpretiere ich auch gerade völlig falsch und Sie sehen das ganz anders. Dann lassen Sie mich das wissen. Mehr Informationen auf gartenproductions.de, facebook.com/gartenproductions natürlich. Und ich laufe wieder falsch. Dadurch, dass ich falsch laufe, habe ich natürlich immer Zeit, Informationen durchzugeben an Sie. Und das freut mich natürlich, deswegen laufe ich natürlich relativ oft falsch. facebook.com/gartenproductions, da können Sie auch gerne auf den Gefällt mir Button drücken. Der ist ja dafür da, gedrückt zu werden. Also warum sollte man es nicht tun? Ich habe das natürlich schon getan. Genauso wie über 300 andere auch. Und ja, der muss natürlich weiter gedrückt werden, damit er nicht einrostet. Deswegen sollten Sie gehen auf facebook.com/gartenproductions, wenn Sie möchten. Wenn Sie nicht möchten, dann bleiben Sie einfach hier, schauen noch ein bisschen diesen Film oder schalten weg. Gehen wir mal hier durch. Ah ja. Sehr schön, sehr schön. Tougher than the rest. Ich würde auch sagen, dass wir mit dem Let's Play so langsam dem Ende entgegenkommen. Wir haben jetzt den Untergrund da gesehen. Und das Gefängnis noch ein Stück. Schauen, was jetzt noch kommt. Dass das die Intro-Musik ist, die bei dem Intro auf dieser AD Collection nicht mal zu hören ist, wie es sonst immer war. Die arme Maria, die hat's erwischt.
Silent Hill 2, was Sie sehen, ein unglaubliches Spiel. Grafisch sicherlich nicht mehr auf dem aktuellsten Stand. Das Spiel kam, glaube ich, 2000 oder 2002. Aber ein unglaubliches Spiel, was hier wirklich mit den Emotionen und der Psyche natürlich des Spielers so richtig spielt. Bis an die Grenzen geht das Ganze. Kurioserweise ist die Tür, die gerade noch verschlossen war, jetzt natürlich offen. Bald hier am Steg oder so mal rauskommen. Und dann so langsam aber sicher. Oh, hier ist der Friedhof. Und hier sehen wir schon ein paar altbekannte Namen. Mal schauen, wie wir hier so haben. Können wir auch noch speichern. Ich finde die Musik ja klasse. James Sutherland. Das ist also mein Grab, was hier schon geschaufelt wurde. Wen haben wir hier? Angela Orozco. Das ist die junge Dame, die wir da gerade gesehen hatten vorhin. Hier steht der Name auf dem Grabstein. Eddie Dobrowski, der ist noch nicht tot. Den müssen wir nachher noch besiegen. Er schläft hier. Walter Sullivan, der Mörder, der dann eben in Silent Hill 4 die Hauptrolle gespielt hat. Den Namen können wir nicht lesen. Ist ja auch egal. Mal den hier noch lesen. Miriam K. Verräterin, sagt mir jetzt nicht. Wäre ich Spieleentwickler, ich hätte ja so meinen Namen hier so hochgeschrieben. So, ich fände das ja geil, hier Cock dann oben stehen würde oder so. Speichern wir nochmal und dann müssen wir gleich in das Grab steigen. Wenn man vor seinem eigenen Grab steht. Ich finde es sowieso immer so ein Ding. Leute beschweren sich immer, wenn man nicht zur Beerdigung geht. Aber ganz ehrlich, wie war der Gag? Jetzt habe ich ihn kaputt gekriegt. Also man kann sich ja beschweren, dass verstorbene Kumpels nicht zur Beerdigung gehen. Dann brauche ich da ja nicht hingehen, weil die kommen ja zu mir auch nicht. So, habe ich den jetzt noch retten können? Ich glaube nicht. Aber der Gag ist gut, wenn man sich den mal richtig überlegt. Laufen wir wieder hier lang. Mein Gott, es wird blutig. Kommt jetzt das Fleischerhaus? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich höre gerade aus der Regie, es ist möglich, dass jetzt Eddie kommt. Eddie? Es ist nicht Eddie Guerrero. Da ist er. Das ist das Grab, was wir gerade gesehen haben. Beziehungsweise ist das sein Grab. What are you doing? Er schießt hier die ganzen Leute nieder und tut dann immer so, als ja, war es nicht gewesen. Und am Ende war es ja dann doch und freut sich noch drüber, ist der Meinung, dass die es immer verdient haben, weil sie sich wohl ihn über ihn lustig gemacht haben und so weiter. Armer Eddie, ich mach's nicht gerne, aber es wird verlangt. Und passt natürlich in dieses Spielszenario rein. Ach, wenn man sich das so vorstellt, wie das hier riechen wird in dem Spiel, wenn man jetzt in diesem Raum wäre, ist ja unglaublich. So, ein paar Treffer braucht er noch. Versteckt sich jetzt hinter diesen Fleischdingern. Oder was das sein soll. Da schießt er auf uns. Hat er auch kein Mitleid. Da haben wir es wieder. Wer zuerst schießt. Und letztendlich wollen wir ja nicht als Verlierer aus der Sache gehen. Heilen wir uns mal schnell. Ah, hat
er sich verschossen. Da verschießt er sich wieder. Mensch, jetzt war ich auf dem Jahrmarkt, oder was? Und Eddie versteckt sich. Auch den trifft er nicht. Da gibt's erstmal einen Punch. Und da hat er Eddie dem Erdboden gleich gemacht. Es ist traurig. Aber wie gesagt, es Eddie ist notwendig. Eddie? I killed a human being. Don't try this at home. A human being. Das wegmachen hier. Hat auch noch was für uns liegen lassen. Ich war mir gar nicht sicher, ob man die Waffe mitnehmen konnte. Nee. Kann man nicht. Der arme Eddie. Da liegt er wenigstens im Kühlhaus. Man hat das zwar nicht warm, aber immerhin. Jetzt kommen wir aber wirklich so langsam zum Ende von diesem Spiel. Das lädt ja wieder ewig hoch, dann 10.000, 15.000 Stunden. Das wollen wir ja nicht. Wer hier bis zu diesem Punkt geguckt hat, der hat Nerven. Und dafür bedanke ich mich natürlich, dass sie hier dabei waren. Weiß Cock Zock Silent Hill 2. Das Bootslevel. Ich hasse es. Werden wir jetzt nicht mehr sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. www.garten-productions.de. Silent Hill 2 kann ich absolut empfehlen. Auch wenn ich jetzt nicht gerade den besten Part von diesem Spiel rausgesucht habe. Aber alles in allem überzeugtes und begeistertes mich über Jahre. Und deswegen lasse ich sie alleine mit James Sutherland und den letzten Bildern und sage tschüss, bis dann.